rein in das neue Video von Visca Barça. Real Madrid versus den FC Barcelona. Der nächste Vollbruch. Ja, habe ich richtig Bock drauf. Ich hätte es ihm gegönnt, dass Barça gewinnt. Nachdem Paris gewonnen hat gegen die, hätte ich ihnen das nochmal gegönnt. Aber leider hat Bellingham da in den letzten Minuten das entscheidende Tor gemacht. Und ich glaube, da wurde auch ein Elfmeter gegeben, was eigentlich nicht richtig war oder richtig entschieden wurde. Habe ich nur gehört. Ich habe das Spiel selber nicht geguckt. Aber ja, und ich glaube, Barça hat auch ein Tor gemacht, aber das wurde nicht gezählt oder so. Oder war wegen der Torlinien-Dings, hat es irgendwie nicht gezählt. Keine Ahnung. Ich habe nur TikToks gesehen darüber. Also ich habe mir das Spiel selber nicht angeguckt. Ich habe mir lieber Paris versus Lyon habe ich mir angeguckt. 4-1 haben die gewonnen, das habe ich mir angeguckt und nicht Barcelona gegen Real. Aber habe ich sehr Bock drauf. Ich weiß auch nicht, wie die Tore passiert sind, habe ich gar keine Ahnung. Darum bin ich sehr gespannt auf das Video. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Abfahrt. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten El Clasico Stadion Vlog auf meinem Kanal. Der letzte El Clasico diese Saison mit dem Dragon Ball Shirt am Start. Die Kindheit von mir, pure Liebe. Und ich blende euch mal die Tabelle ein. 8 Punkte Abstand zu Real Madrid, Leute. Es geht. Wenn die gewonnen hätten, wäre es nochmal spannend, glaube ich, ne? Also hätten die nochmal ein bisschen Druck gemacht, sagen wir mal so. Und dann wäre nicht 8 Punkte Abstand. Oder jetzt sind es sogar nicht mehr 8, sondern. Jetzt kracht's. Dann wäre es 11 Punkte Abstand. Jetzt sind es 11 Punkte Abstand. Aber wenn die gemacht hätten, also wenn die es geschafft hätten, wäre es, glaube ich, dann 5. Also wäre nochmal ein bisschen spannender geworden. Aber gut. Um alles oder nichts. Scheißegal, ob es am Ende 11 Punkte werden sollten. Hauptsache, wir fighten heute und gehen ab Sekunde 1 komplett auf den Sieg. Unentschieden wäre auch zu wenig, Freunde. Es ist unsere letzte Chance, irgendwas noch zu reißen. Die letzten Tage habe ich Freunde besucht auf Mallorca und habe versucht, ein bisschen wieder Energie zu sammeln, Leute, um mich aufzumuntern nach der schmerzhaften Niederlage in der Champions League. Aber ich sag's euch ehrlich, ich bin immer noch sehr gebrochen. Aber das Thema will ich jetzt nicht nochmal aufrollen. Wir haken es ab und jetzt geht erstmal die Roomtour los, Leute. Hier ist direkt das Badezimmer. Alles, was man braucht. Visca Barça. Und ein riesen Duschkopf. Also da kam so ein Strahl raus, Leute. Richtige Regendusche. Wir haben hier so einen kleinen Liegestuhl. Und apropos, ich bin mir noch nicht ganz sicher, soll ich wirklich die Messi-Lapulga-Schuhe auf feindlichem Territorium anziehen? Der hat so viele Schuhe, ne, von Messi. Ich kann das nicht mehr. Nicht nur Schuhe, der hat alles von Messi. Ein gediegenes, großes King-Size-Bett, dann mal noch ein Fernseher und ganz, ganz wichtig, weil das letzte Mal hatte ich ja voll die Probleme, Leute, im Hotel. Heute sind die Fenster perfekt abgedichtet, man hört nichts und hat es hier dann nachts beim Schlafen richtig, richtig ruhig. Ich bin auch heute in so einem Wohngebiet, so 3,5 Kilometer entfernt vom Bernabeu, hier war ich auch noch nicht. Bernabeu. Bernabeu. Selber hier wohnen würde. Was kann ich euch denn zeigen noch? Vor einigen Wochen hat Lamine Yamal mit Spanien gegen Brasilien, auch unter anderem gegen Vinicius, eine herausragende Leistung gezeigt, sodass er sogar Standing Ovations bekommen hat vom Bernabeu. Ich denke, selbst wenn er gut spielt, wird das heute wahrscheinlich nicht passieren bei Barca gegen Real, aber ich freue mich wirklich enorm. Und bitte nicht nochmal eine rote Karte bekommen, damit dann Lamine auch durchspielen kann. Das ist so krass, Alter. Er ist 16 und ich hoffe einfach, dass er heute so das Match entscheidet. Boah, man muss echt ein bisschen. Das ist krass. Aber ich glaube, das ist auch als 16-Jähriger so einen Druck zu haben, zu performen. Also jeder erwartet, dass Lamine Jamal oder Jamal, keine Ahnung, wie er heißt. Die erwarten alle, dass der da performt. Als 16-Jähriger hat er so einen Druck schon. Ich hoffe, das wird ihm nicht brechen. Ich hoffe, das pusht ihn und nicht, dass er dann irgendwie verkackt irgendwann und dann, ja, dann im Loch ist. Hoffen wir mal. Also hoffe ich nicht, dass er im Loch ist. Weil, wie gesagt, er hat so viel Druck und so viel Erwartungen kriegt er von den Zuschauern, von den Fans, vom Trainer. Und ich hoffe, dass es nichts Schlimmes am Ende raus wird. So. Aber gut. Aber er ist schon eine Augenweide, Leute. Und jetzt machen wir erstmal ein Als Bett. 16-Jähriger ist er geisteskrank. Bitte gehe ich heute mit keinem Bruchschlaf. Ich kann diese Bruchstadionox nicht mehr, Leute. Ich kann das einfach nicht mehr. Das ist hier so praktisch im Hotel, Leute. Genau neben dem Rezeptionsbereich ist so eine Snackbar und man kann sich einfach die ganze Zeit for free bedienen, Getränke rausnehmen. Nur halt, wenn man jetzt irgendwie Cocktails oder so bestellt, dann muss man selber zahlen. Also, ich schnapp mir jetzt gleich mal ein Croissant oder so. Boah, Digga, richtig geil, schon mal. Alter, sieht geil aus. Hätte ich jetzt auch. Mit Nudeln, Digga, voll nice. Also, die Desserts sahen geil aus. Wann ist so?
Auf jeden Fall sieht das aus nach was Süßes. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Würde ich mir jetzt denken. Ich habe hier nichts Süßes, Mann. Jetzt beim Naschen hier, beim Bion gucken und Naschen will ich fühlen. Die haben hier sogar eine Popcornmaschine. Ey, wie cool. Okay, ist jetzt nicht mehr so viel drin, aber wenn man fragt, füllen die bestimmt auf. Kleiner Snack, bevor wir später richtig essen. In Spanien Oliven dürfen nicht fehlen. Was war das für ein Freunde, die 10 von 10, ganz normal, wie immer. Wochen sind wirklich komplett gestört. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich hätte so gerne noch dazwischen den Leverkusen gedreht. Und heute ist auch schon wieder strahlend blauer Himmel. Apropos Leverkusen. Ich habe mir das Dortmund-Spiel gestern angeguckt. Die waren bis zur 97. Minute 1-0 in Führung, Dortmund. Und ich dachte, Alter, Dortmund schafft das. Das erste Mal. Also die schlagen, also die geben die erste Niederlage. So, für Leverkusen, also, ne? Die erste Niederlage in der Saison. Ich dachte mir, okay, Leverkusen verloren. Die letzte Ecke, bevor es abgepfiffen wird, macht. Wie heißt der? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, wie der Tor gemacht hat. Also, letzte Ecke, macht den einfach rein da. Und danach wurde auch direkt abgepfiffen. Also, es war die letzte Aktion. Ich weiß nicht, der Kommentator hatte auch so eine Quote gesagt, wie viel die Tore nach der 80. Minute gemacht haben und nach der 90. Minute, also im Nachspielzeit, gemacht haben. Das waren, glaube ich, über 13 oder so. Weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall über 10. Das ist geistkrank, was Leverkusen gerade macht, ne? Also, ich glaube, jetzt haben die lange Pause, jetzt spielen die gegen Stuttgart, glaube ich, nächste Woche. Oder diese Woche eher gesagt. Und dann geht's wieder, glaube ich, in Europa League auch weiter, ne? Bin sehr gespannt drauf, was die da weitermachen. Ob die bis zum Ende der Saison ungeschlagen bleiben, das wäre krass. Was mir so richtig guten, positiven Vibe direkt gegeben hat. Da ist jemand mit MVP. Digga, das ist geil. Also, es ist Basketball, aber in Türkei gibt es auch welche. In Deutschland habe ich gefühlt noch nie. Also, wir haben auch hier so welche, aber jetzt nicht so geil, ne? Ich glaube, das liegt auch am Wetter. So, in der Türkei ist in jeder zweiten Ecke sowas. Das ist so geil. Rasenplätze oder Kunstrasenplätze, wo man dann mit seinen Kollegen sich treffen kann und dann kann man zocken. Kann man einfach ganz locker zocken, paar kicken, ne, paar Stunden und dann, Digga, ich bin, wenn ich in der Türkei bin, so Urlaub, ich habe da auch Kollegen, so türkische Freunde, ich gehe da hin. Bruder, wir gehen da nach dem Frühstück, gehen wir da hin, so 12 Uhr oder so sind wir da und dann sind wir bis 20 Uhr einfach auf dem Platz. Das geht so schnell, die Zeit. Ja gut, am Ende bin ich totgeschwitzt bei 40 Grad, Digga. Da laufe ich einmal quer über den Platz, da bin ich schon voll geschwitzt, aber das ist was anderes. Ich bin auch nicht mehr so sportlich wie früher, weil ich seit 4 Jahren keinen Sport mehr mache oder Fußball spiele. Nur so mit Kollegen manchmal hin und her kicken, aber das war's auch. Aber man muss sagen, so welche Geländedinger, ne, also so Plätze, sind sehr geil. Und das würde ich mir auch hier in Deutschland mehr wünschen. Auch wenn das Wetter jetzt nicht so krass ist. Aber ich bin auch einer, der spielt auch gerne im Regen. Sag ich ganz ehrlich. Aber gut. Ihr seht, Rico, der Frechdachs hat uns dann noch rausgehauen. Ich werde an allen Stellen immer dran erinnert. Denn Leute, genau neben dem Hotel ist hier einfach ein richtig chilliger Basketball-Hartplatz. Boah, ich hätte so Bock jetzt mit ein paar Freunden einfach zu chillen und ein paar Körbe ja, zu werfen. Ja, ist so geil. Einfach so zwischen diesen Wohnungen. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich eigentlich auch schon wieder richtig gute Laune und freue mich einfach auf den Tag, Leute. Aber beim letzten Vlog hatte ich auch so gute Laune und am Ende war der absolute Bruch. Bitte wiederholt sich das heute nicht. Es gibt schon wieder so viele interessante neue Nachrichten zu Barca. Wechsel von Dani Olmo zum FC Barcelona wird konkreter. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich glaube, er würde 70 Millionen knapp kosten. Er ist natürlich schon ein unfassbar geiler, filigraner Fußballspieler, wenn er fit ist. Aber leider ist er schon verletzungsanfällig. Suche nach der Holding Six. De Jong rückt wieder in den Fokus des FC Bayern. Boah, werden die ihn echt gehen lassen, oder was? Und das finde ich sehr interessant. PSG und Barca abgehängt. Real Madrid führt Rennen um Bernardo Silva an. Im Sommer greift nämlich eine spezielle Klausel bei ihm und dann kann man ihn für nur 40 Millionen verpflichten und es könnte vielleicht sogar Barca nicht leisten, wenn sie ein paar Spieler auch gehen lassen. Aber anscheinend soll er jetzt doch zu Real gehen. Ich dachte, die ganze Barca ist ein Traumverein. Oder hier ist so eine kleine Ruine. Dieses Tor, Leute, das heißt Puerta de Cala, das ist das Symbol von Madrid. Alle, die hierher kommen, die mache ich immer Bilder. Mit der Krone oben. Die Königlichen. Der Taxifahrer nennt mir die ganzen so Side-Facts. Genau hier, Leute, bei der Straße. Ich glaube, das hatte ich auch im letzten Vlog drinnen. Ja, safe.
wird auch zum Beispiel die Champions League gefeiert mit den Fans zusammen. Schaut mal Leute, wie aus dem Bilderbuch sieht diese Straße aus. Mit diesem weißen, hellen Baustil. Wisst ihr, was ich meine? Auch hier, das ist zum Beispiel, ja, was ist das für eine Kuppel da oben, da alles aus Gold. Angekommen im Zentrum von Madrid und ich glaube, es ist ein bisschen ungewohnt, Freunde, denn ihr kennt mich gar nicht, wenn ich mal so ein bisschen stylisches Outfit dann habe. Ich wollte gerade sagen, der sieht voll cool aus, was er da anhat. Das habe ich keinem Geringeren zu verdanken als Justus. Was geht, was geht? Was geht ab? Guckt euch dieses Outfit an, wirklich. Steht dir gut, ohne Scheiß. Aber jetzt ehrlich? Du machst sowas eigentlich viel öfter tragen. Dankeschön. Ja, Bro, ich bin manchmal so faul in den Videos, aber ich finde es gerade auch mit dem Wetter, Digga, in Madrid klassisch. Passt sehr gut. Und wenn wir uns schon treffen in Madrid, dachte ich, ich muss dir wenigstens ein Geld kaufen. Wenn wir heute gewinnen, dann wird das mein, ich habe so Aberglaube, dann muss ich immer das Outfit anziehen. Ja, okay, das ist aber ein guter Aberglaube, glaube ich. Ey, das wird heute ein geiler Tag. Ab jetzt zieht er es nie wieder an. Er ist El Clasico für mich. Danke, dass du das so geklärt hast, dass wir jetzt hier sind. Die können Story wir nachher dahinter mal erzählen, wie wir aufeinander kommen. Erzählen wir nachher nochmal ein bisschen, aber ich freue mich auf den Klassentag. Ja, okay. Safe, Digga. Klassico ist immer dein erstes Mal hier. Ja. Oh, Digga, ich sag's dir, ich versuche heute die coolste Experience zu geben. Bei der Pegador Community klingt es wahrscheinlich auch gerade. Und zwar ist Justus der Chefdesigner von der Marke. Und ja, das ist mein Outfit, hier so ein richtig chilliges, lässiges Hemd. Auch mit so einem Muster, mit so einem leichten Stoff. Drunter dann ein Overseas-Tee. Hier auch nochmal mit so einem Print, Digga. Ich find's richtig fresh. Es hat auch noch hinten auf dem Rücken noch was drauf gedruckt. Und hier haben wir noch so kurze blaue Shorts. Fresh. Dann noch sogar Pegador-Socken mitgebracht. Ja. Boah, der hat ja alles angezogen. Hab ich jetzt doch angezogen. Okay. Wir gehen jetzt essen. Wie oft haben wir echt gerade eingeschlagen? Also auch nicht so oft. Jetzt gehen wir snacken. Warum? Und Musti ist jetzt auch am Start. Ey, das ist jetzt nicht gescriptet, Leute. Bitte sag mal, was du gerade gesagt hast. Ich habe gerade zu meinem Freund gesagt, vom Weiten ist so, ey, der Anton sieht heute richtig fresh aus. Sonst bist du immer nur in Jogginghose. Immer nur in Jogginghose. Ja, Digga, weil ich halt einfach. Wie frisch du so aussiehst. Ja, ich weiß, ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben. Danke, danke, Bro. Okay, geh mal alle was. Das sieht wirklich gut aus. Ein ganz, ganz waschechter Madridista, Leute. Hardcore-Real-Fan. Was tippst du? 3-0 Real. Nein, Bro. Aber nicht so hart. 3 Tore, Vinicius. Meinetwegen gewinnt ihr 3-2 und wir haben so gekämpft, aber nicht so 3-0. Alter, 3-2, gut getippt. Ich kann das nicht nochmal, wirklich. Grab Real-Fan oder was? Ja, natürlich. Was tippst du denn? Ich würde sagen 2-1. 2-1 Real, ehrlich? Genau, aber spannendes Spiel. Ja, aber dann habt ihr Liga halt schon safe gewonnen eigentlich. Ne? Oh Mann, ey. Ich hoffe, wir können es nochmal spannend machen, Leute, auf 5 Punkte verkürzen. Erzähl mal, wo wir sind. Eine kleine Stadtführung. Also das ist so quasi das Herzstück von Madrid. Da geht es seitlich so in die ganzen Einkaufsstraßen so rein. Da ist auch diese Statue. Und hier wird zum Beispiel auch La Liga gefeiert, wenn die... Ist das auch diese, wenn Real jetzt die Champions League gewonnen hat, kennt man ja diese ganzen Videos, wo die Fans so... endet das hier? Nee, die machen halt eine Tour durch die ganze Stadt, aber auf jeden Fall fahren sie hier vorbei. So. Ja, das kennt man. Da hinten geht es dann Richtung Plaza Mayor. Da essen wir dann gleich ein Paella oder so. Ja. Justus, erzähl mal, wie sind wir jetzt aufeinander gestoßen? Das ist eigentlich eine ganz geile Story. Also erstmal habe ich dich in unserer Winterjacke ja schon des Öfteren gesehen. Ich habe deine Videos auch immer verfolgt so ein bisschen. Bro, die war glaube ich 6 Mal hintereinander auf meinen Thumbnails drauf. Ja, ja. Nur noch jeden Tag getragen, Man konnte sie also nicht übersehen. Und dann hatten wir jetzt eine Kampagne in Barcelona. Ich dachte so, okay, also ich war früher schon in Barcelona, aber jetzt zur Kampagne hat mich das irgendwie nochmal wieder angesteckt. So. Ihr habt jetzt so quasi eure neue Kollektion so in Barcelona so davon inspirieren lassen, so weit aufgeschnappt, oder? Es ging vielmehr eigentlich um die Vibes, also ist jetzt nicht irgendwie Barcelona krass in der Kollektion, aber so die Vibes aus Barcelona, so abends rausgehen und so ein bisschen die Stadt genießen, das steckt schon da drin. Und dann haben wir die Kampagne da gemacht, du hast ja die Kollektion auch gesehen, unter anderem jetzt das, was du an hast. Ich hab dir auch ein paar Sachen ins Hotel bringen lassen. Ja, ich hatte Bock einmal in El Clasico zu sehen. Ich war früher mit 12 oder so, weiß ich mal, beim Barca-Spiel, da hat Messi noch Freistoß geschossen. Oh. Ich saß quasi in der Kurve, hinterm Tor. Da hast du noch diese Digitalkameras gehabt, die dann alle so mit Blitzlicht, da war so eine Blitzwand. Dann hast du ja komplett den Vintage-Leo noch erlebt, ne? Ja, ich saß zwar irgendwo ganz oben und hab ihn vielleicht mit Fernglas so gesehen und ich war auch noch jünger. Ja. Aber das war krass und deswegen dachte ich mir, ey, eigentlich müsste man mal ein El Clasico mitnehmen. Und jetzt hat es zeitlich auch irgendwie mega gut gepasst. Ich habe ihn geschrieben, du konntest Karten klar machen. Und perfekt. Jetzt sind wir hier und ich freue mich extrem. Das ist eine geile Erfahrung. Ja, geilen Tag hat er ausgesucht, Freunde, um zusammen aufs Spiel zu gehen und Justus seinen ersten Klassiko ever. Ja. Bro, ich hoffe... El Clasico. What do you think? I think it's gonna be 2-0. Barca. Barcelona? Barca. Nice. And how's your relationship? You are friends? Like, we're great friends. Great friends. Also one is for the wrong club, right? Yeah, I think it's game Barcelona. And what's your guess? 3-1 Madrid. 3-1 Madrid. Madrid. Ah, no. Okay, guys.
Good luck, yeah? Bye, bye, bye. So viel los in der Innenstadt. Oh, Mickey Mouse, con Real Madrid Chico. Madrid win today? Oh, no. Oh, quien marca los goles? Valverde. Valverde? Y Vinicius. Vinicius, vale. Mucha suerte hoy, ciao. Ich kann euch ehrlich nicht mein Bauchgefühl sagen, Freunde. Für mich ist es trotzdem ein 50-50-Spiel, auch wenn natürlich Real Madrid als Favorit ins Spiel reingeht, vor allem nach der Euphorie in der Champions League, Barca im Loch. Aber ganz ehrlich, aber vielleicht kann Barca diesen Frust in Aggressivität umwandeln und dann sich zu denken, so jetzt erst recht so. Ich meine, das ist die größte Bühne auf der Welt, Freunde, wenn du die beste Mannschaft der Welt, muss ich ehrlich sagen, ärgern kannst und denen so einen Denkzettel verpassen. Das muss die Motivation von Barca heute sein. Diesmal gönnen wir uns aber die Paella, die habe ich mir das letzte Mal entgehen lassen. Barcelona, Real Madrid. Vamos. Vamos. Ach, ist geil, ich liebe diese Gassen. Showtime. Yeah. Was hast du gerade eben gesagt? Ich habe ich erst jetzt realisiert. Digga. Ich gebe dir sogar Geld dafür. Herrlich. Mit der Musik im Hintergrund haben wir jetzt hier auch einen nice Tisch. Geil. Geile Stimmung. Lego. Ach krass, Luciano rockt auch die Sachen von Pegador hier auch bei seinem Konzert. Richtig fresh. Hier auch in seinem Rolls. You have an awesome jersey. It's from 2007-2008 season. Ja, exactly. When Thierry Henry arrived to us. What's your prediction? We win 2-1. Okay. Visca Barça, see? Bye bye, ciao. Freunde, ich bin heute wieder zwischen den ganzen Madridis im Stadion. Das heißt, falls wir ein Tor schießen, dann muss ich mich zusammenreißen beim Jubeln. Paella mit Meeresfrüchten, richtig, richtig. Falls. Obwohl, die haben ja zwei geschossen. Gut. Nice. Muss die auf gesund unterwegs? Ich liebe Muscheln. Garnelen und Krabben sind sehr geil. Esse ich auch gerne. Er meinte nach Abpfiff, hat er 0,0 mehr seine Beine gespielt, weil es einfach so kräftezerrend war. Und ich glaube, für Real war es noch schlimmer als für die Man City-Spieler, weil sie halt die ganze Zeit hinterhergelaufen sind und versucht haben, den Druck standzuhalten. Das ist vielleicht das einzige Ass im Ärmel heute von Barca, Freunde, dass sie halt schon mehr Energie haben werden. Boah, sieht auch geil aus. Was ist das? Ziegenkäse? Goat, vom Goat. Ronaldo. Hey. Schau, ich lass schon alles fallen, Digga, wenn du Ronaldo sagst, Goat, weil das ist der Richtige. Sieht auch so gepflegt aus, Leute, mit den Treppen und den ganz zugeschnittenen Gebüschen. Vor allem, wir fahren einfach nur random gerade durch Madrid, Leute, und immer wenn wir halten, dann entdeckt man einfach was Freshes. Ich war ja schon oft in Madrid, aber in diesem Park war ich noch nie. Hier soll ein richtig cooler Fußballplatz sein, Freunde. Der Justus hat nämlich für die neueste Kollektion auch so Trikots entworfen. Eins trägt das schon, wir zeigen euch gleich auch noch das andere. Gabriel hat auch ein paar Trikots dabei und die werden wir dann gleich an die Kids da verteilen. Wir schauen, ob da was los ist. Aber es wird eine Challenge raus. Ja, yeah, kannst du gleich sagen. Nur wer around the world schafft. Achso, okay, wir sollen sie Tricks machen. Ja, oder ja, wir nice. 2 gegen 2. Mal schauen, ob da ein paar versteckte Talente wir entdecken. Boah, aber das ist auch geil, Digga. Hier mit dem Brunnen. Da zockt schon einer, aber mit so einem kleinen Ball. Das ist so geil. Picknicken, schönes Wetter. Baba. Glück gehabt. Yo creo que van a ganar Madrid 3-1. Yo 3-2. 3-2? Okay, vale. Mucha suerte. Ciao, ciao, ciao. Einer sagt 3-1, der andere 3-2 und dass sie optimistisch sind. Wenn die wissen, dass ich Barca-Fan bin, ne, die denken so, ja, ich bin auch so hier ein Blanko von denen. Also der Bolzplatz ist wirklich 10 von 10, Freunde. Mitten in der Stadt, auch umzäunt. Hier sind auch Tischtennisplatten am Start. Richtig geile Location. Also wir haben mit den Trikots, jetzt mal rüber, das zweite. Danke, Bro. Ihr habt ja das erste schon hier bei mir gesehen. Das zweite, das finde ich fast noch ein bisschen krasser. Ich probiere das gleich, oder? Mal an. Welches findest, ja, du besser? Also, ich mag diese erfrischenden Farben, Bro. Deswegen, ja, fahre ich auch das Außentrikot von Deutschland so, weißt du? Ja. So einfach im Sommer, gute Laune, bisschen farbenfroh und so. Das ist halt Ultrasommer, ein bisschen, ja, ne? Wir haben uns überlegt, dass wir mit den Trikots, die gibt es in der neuen Kollektion halt, aber ich dachte, es wäre eigentlich mega nice, wenn wir, das passt voll gut, das ist so das Auswärtstrikot, das ist das Heimtrikot. Ja. Und wir wollen an 5 Sportmannschaften, egal ob Fußball, Handball, Volleyball, ganz egal, wollen wir Trikotsätze verschenken dann. Also die können quasi, auf TikTok machen wir so eine Challenge. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr bei uns auf TikTok abchecken. Könnt ihr dann einen ganzen Trikotsatz mit eurem Logo drauf, das kommt dann hier irgendwie in die Mitte oder so. Also das Vereinswappen kommt dann quasi in die Mitte? Ich glaube hier in der Mitte. Und der flockt dann vom, ja, Namen, ja, auch noch hinten, genau, mit den Nummern und so. Nummer, oh, Namen und so hinten drauf. Geile Idee, ja. Und dann halt Heimtrikot und Auswärtstrikot. Checkt die Aktion ab, Freunde. Richtig nice Idee. Ja. Ich probier's jetzt auch mal an, Digga. Erste Anprobe. Fresh? Sieht gut aus. Justus, Feedback? Auch mit der Short sieht's geil, Alter. Ich hab jetzt David kennengelernt. Das ist halt Oversize, ne, ein bisschen. Primero, ¿qué es tu predicción para hoy? 3-1 para Madrid. 3-1 para Madrid. Yo tengo que decir la verdad. Yo soy fan del Barça, tío. Soy muy, muy cool. You can win a shirt. You can choose between one of them, okay, the black. Which one you like more? This? Yeah, it's good, right? I give you, let's do it easy. Just hit the crossbar. You have 3 tries, okay? Okay. And you win it. Good luck. Mucha suerte. Thank you. Vamos.
nicht. Bro, Fußball, das ist... Das ist, gibt's, Leute, was? Das kann doch nicht sein. Que bueno. Wow, muy bien. Wenn du jetzt drückst, ja? Kriegt er das auch noch. Okay, si yo ahora también lo toco, tú recibes las dos camisas, okay? Ja. Okay, wenn ich auch treffe, kriegt er. No. Du auch noch, Justus. Oder bist du so gut? Bist du so gut? Na, geht so. Aber du fängst an. Bro, ich hab seit wirklich 6 Monaten den Ball nicht gedreht. Oh. Alter. Das gibt's nicht. Rineri, da du Leute fährst schon, das ist Wahnsinn. Schau, man kann auch einen Real Madrid-Fan umarmen, ne? Er will auch mitmachen, Justus. Schau, jetzt haben die Bock. Mann, das ist zu krass, wenn er es auch trifft. Oh, um, das gibt's doch. Nein, Leute, das ist... Wir haben alle Schüsse gemacht. Ah, warte, warte. Er macht Mbappé-Jubel. Queres la negra o esa? Der Madridista hat sich jetzt auch extra umgezogen, Leute. Ich glaube, das ist voll der Tryharder. David, te llamas, sí? Vale, muy bien. De dónde eres? De España. De Bolivia, pero... De Bolivia, ah, okay, vale, está bien. Wir wollen seinen besten Trick sehen und dann schauen wir, ob es ausreicht, dass er einbekommt. Wir sind die Jury. Krass, oh, die sind so korrekt hier alle, Leute. Übersteiger. Oh, oi, nee. Okay, der war clean. Am Anfang dachte ich so, okay, Digga, so ein bisschen, weißt du? Ich dachte auch erst, er will mich ausdribbeln, ich hab's nicht ganz verstanden. Nein, es ist so wie wert, ja, ja. Schön, schön Rainbow-Flick. Digga, aber der hat den, also ja. Am Ende hat er den richtig gut gemacht, ja, ja, der ne? War gut, der okay. War gut. Dankeschön. Dankeschön, ja. Vale. Tu predicción para hoy? Hoy el Madrid 3-0 al Barça. Bien? Vale, ciao, sí. Buen día. Also wir haben noch ein letztes, die zwei wollen teilnehmen, dann müssen wir jetzt ein kleines Battle machen. Okay, der Erste, der die Latte auch trifft. Wenn die jetzt wieder fast Schwein treffen, dann fress ich einen Besen. Das kann nicht sein, Leute. Wirklich. Nein, das... Digga, das ist doch... Das geht nicht. Digga. Leute, alles, was mir heilig ist, bei jedem Barça... Sind die alle... Hä? Ich liebe auch mir, wirklich. Ich würde sagen, Freunde, weißt du, ich meine, wenn wir jetzt hier 20 Minuten brauchen für einen Latte. Wow, incredible. Okay, si tu lo metes, empate. Okay. Er muss jetzt treffen, damit es noch ins Stechen geht. Aber jetzt ist es schwer. Dass wir genau diese Jungs aussuchen, die alle treffen. Oh, schade. Okay, no pasa nada. Pero gana el Madrid probablemente hoy, ¿no? Schau ich Montaigne auf. Ich soll sehen, wenigstens gewinnt Real heute. Also ja, ja, gewinnt Real. Chicos, ciao, ciao, sí, buen día. Ich bin so in Disbelief. Jetzt mal Real Talk. Wir könnten Neymar jetzt höchstpersönlich einfliegen lassen. Er würde nicht viermal hintereinander die Latte treffen. Das geht nicht. Deswegen, hier werden die Talente geschmiedet. Kurzer Zwischenstopp im Hotel. Bevor es dann gleich zum Estadio Santiago Bernabéu geht. Nee, ich bin sehr gespannt, ob sie heute auch wieder für die Akustik das Dach schließen werden. Und apropos, euch ist bestimmt in den letzten Monaten aufgefallen, dass ich fast in jedem Vlog diese Jacke anhatte. Und die ist auch von Pegador. Ich feiere die richtig, weil die hier so einen nicen samtigen Stoff hat und die hält auch richtig warm. Ich bin aber so ein Typ, wenn mir etwas gefällt, dann rocke ich das einfach nur noch jeden Tag 24/7. Und der Justus, Leute, der ist komplett crazy, Digga. Er hat mich hier einfach... Was ich feiere, ne, ist bei Anton Zidio, das einfach, also ich, also jetzt, das ist jetzt nicht Ironie oder so, ne, ich feiere wirklich, wenn Anton einfach die Stadt zeigt und dann einfach den Tag, also nicht nur Stadion, sondern den ganzen Tag, das ist so geil, das feiere ich. Also bis jetzt 17 Minuten lang wurde ich so unterhalten und die letzten Videos und die letzten Monate, Jahre, wurde ich immer unterhalten, obwohl er... mehr als die Hälfte des Videos nicht Fußball gezeigt hat, sondern die Stadt oder sein Tag. Das ist so geil, das feiere ich. Ich habe noch einen zweiten Koffer mitgebracht, rappelvoll mit der ganzen Kollektion, die jetzt am 4. Mai released wird. Boah, wie viel Werbung noch? Für die nächsten Wochen und ich zeige euch mal, das ist so cool. Okay, wie viel Werbung denn noch? Den Hoodie werde ich jetzt gleich auch ins Stadion anziehen, da hat hier auch vorne so einen nicen Print drauf. Dann haben wir hier Shirts, einmal Basic, dann auch hier mit so einem Wolkenmuster, ich mag auch die Farbe voll. Und hier, und das hat auch... Oh, die Farbe ist auch geil. Stoff, auch richtig geil. Ich glaube, das kann man so im Beachclub im Sommer richtig nice rocken. Ja. Eine Umhängetasche in Grau, dann noch hier so ein Hemd. Das sieht auch geil aus. Immer voll der Base-Typ, ihr seht es ja in meinen Vlogs, einfach immer so schwarze Shirts, weiße Shirts. Aber eigentlich voll blöd, weil man kann auch so viel rausholen bei seinem Style. Und als ich das heute auch anprobiert habe, dachte ich mir so, ey Anton, wie blöd bist du eigentlich, dass du das nicht öfter rockst. Dann noch hier solche Shorts, so auf Basketball. Sieht aber auch cool aus, ne, alles? Andere Beige, mit so einem Fließstoff, also richtig viel Abwechslung. Dann einmal schwarze Shirts, auch mit solchen Fächern hier. Dann noch einmal in Beige, lange schwarze Hose, auch mit so einem glänzenden glatten Stoff. Das passende Hemd noch dazu. Und noch ein cooler rosener Hoodie mit Reißverschluss, auch fresh. Liebe Grüße und vielen Dank gehen raus an das Pegador-Team. Ich verlinke euch mal deren Website oben in der Videobeschreibung, wenn ihr mal Bock habt, dort etwas einzukaufen. Und nochmal umgezogen, weil später wird es kälter, Freunde, am Abend mit einem kleinen Easter Egg. Oh,
Probleme im Bernabeu. Jetzt wird's langsam. Wir laufen die letzten Meter zum Stadion. Da ist auch schon Polizei. Aber die Leute sind so tief und entspannt. Mir kommt sowieso so vor, die nehmen uns in den letzten Jahren gar nicht mehr ernst, Freunde. Die denken sich so, ja, mach das, schwache Barca, das klatschen wir heute wieder weg. Früher oder später werden die wieder Karma dafür kassieren. Vielleicht heute. Ich hoffe es. Und die Menschenmassen warten auch schon wieder auf die Spielerbusse. Schau mal da vorne, Justus, siehst du das? Da war ich auch schon bei Champions League. Guck mal meine Kamera. Da ist gar kein Platz. Da, das ist Bernabeu, siehst du schon, oder? Ja, boah, so ein Streiter. Ey, ich dachte, du bist Barca-Fan. Nein, Spaß, Bro. Klar, das Stadion ist auch absolut krass, muss man auch zugeben. Ja, auch überall Leute mit Barca-Trikot. Also ja, nee, das ist so schlimm ist es nicht. Man sollte jetzt halt nicht neben den Madridistas jubeln. Das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Das macht man einfach. Zeig kurz einmal dein T-Shirt. Hab ich doch schon gesehen. Hast du schon gezeigt? Ja, hier ist doch nicht schlimm. Egal. Ja, moin. Und einmal bei Champions League, da wurde es so hektisch, da haben die Pferde uns so zurückgedrängt. Also da hatten die halt auch wirklich eine Mission und einen Einsatz. Jetzt ist ja so spazieren. Lascha, Alter, was hast du für grüne Augen? Ja, Mann. Sind die natürlich oder Kontaktlinsen? Er so, ja, Mann. Geil. Was ist dein Tipp? Sag 2-0. 2-0? Ganz locker flockig? Okay. Erstes, oh, enjoy, Bro, enjoy. Machen wir es, ciao. Guter Barca, ey, guter Barca. Nein! Dicker. Was hast du für ein Oldschool-Trikot an? 2002er. Eieiei, nice. Ja, Mann, Champions League mit Zidane. Und gewinnt ihr wieder die Champions League? Schwierig. Schwierig? Ich sag schwierig, weil jetzt jeder sagt, ist easy. Ja, aber ich man weiß, sollte trotzdem noch auf Bayern. Aber ihr seid trotzdem das absolute Top-Favorit. Wenn ihr jetzt gegen Bayern nicht schaut, Finale verliert ihr ja nicht. Das geht gar nicht. Also wenn ins Finale. Wie, das geht nicht? Paris ist so da, hä? Hallo? Ja, ich bin jetzt sowieso voll für Bayern. Ja? Bayern, ich hab dich gehört, dir letztes Mal schön, ja. Schön mitgesungen. Die Leute denken echt schon, dass ich so insgeheim Real Madrid sein werde. Aber ne? Ich sag ehrlich, es ist schwierig, da nicht mitzugehen. So oft wie du hier bist, du wirst öfters hier. Nein, Bro, ich hab so viele Comics erlebt, natürlich reißt es ein bisschen mit, ne? Aber jetzt nicht Fan. Ja, ciao, tschüss, ciao. Keine Ahnung, Bro, das ist einfach ein Zuschauer. Kannst du den gar nicht? Nein, wir sind immer so cool. Beste Freunde. Ja. Ja. Eli, Digga, schau mal, sie hat deinen Vlog. Valverde, Rodrigo Bellingham, Vinicius. 14 Champions League Titel. Holen sie die 15. Guck mal, vorher preguntarte, crees que van a ganar la 15? Sí. Seguro? Van a ganar contra el Bayern? Seguro. Vale. Okay. Er sagt gar kein Problem. Wir werden easy gewinnen gegen Bayern. Aber heute geht es darum, dass sie erstmal vorzeitig in der Liga entscheiden. Wir müssen das verhindern. Auch sehr geil. Roberto Carlos mit der Nummer 3. Oh, Barcas Bus kommt da hinten. Da hinten ist Barca. War denn der Blaue? Man sieht es ein bisschen durch hier. Da ist das Wappen. Und sie pfeifen alle. Guter Wasser, hey! Hey! Guter Wasser, hey! Muss man aushalten. Oha, der hat ja richtig Eier, Digga, sich hier hinzusetzen. Juckt ihn ja gar nicht. Der wartet ganz gechillt auf dem Bus. ¿Qué piensas cómo va a terminar el partido? Es difícil porque Herrera está jugando muy bien, pero no hay partido. Empatar? Okay, vale. Mucha suerte. Sí. Ciao. Er sagt, es wird sehr schwer werden, aber er denkt, es wird ein Unentschieden. Aber es wäre auch zu wenig, Leute. Aus Kolumbien, ein Barca-Fan. Okay, Justus, eine Frage. Was fällt dir auf an den Schals? Das sind die falschen Spieler auf dem... Also warum ist der Mbappé? Ja, weil die jetzt schon sein... Sicht quasi benutzen, um es zu verkaufen. Aber meinst du, den kauft jetzt schon einer? Glaub, ja? Ja, 100%, der kommt ja auch. Die tun schon so, als ob er da wäre. Aber ich frag mich, ob sie dann auspfeifen, wenn er dann gegen die im Finale spielt. Stell dir mal vor, aber Cristiano hat hier richtig komische Zähne. Guck mal, was ist das? Wie so eine Mumie, ne? Stell dir die drei zusammen mal vor. Aber Bellingham auch, was haben die ihm für Lippen gegeben? So, paar Sekunden noch und der Bus ist da. Ja, jetzt kommt die Stimmung langsam. Alles voller Pyros. Alles voll. Aber jetzt laufen wir gleich alle zusammen in der Masse und bussen hinterher. Jetzt musst du an mir dranbleiben, okay? Die Polizei gibt gleich das Go und dann geht's los. Ah, wir sind durch die Kontrollen, war alles entspannt, Freunde. Hier sind ein paar alte Mannschaftsbilder. Da haben wir auch wieder Raúl, Roberto Carlos. Wo ist Cristiano? Ah ja. Cristiano Ronaldo. Ach, das war zu schön mit Messi und ihm. Oh, Luis Figo, das ging, glaube ich, damals so ab, ne, als er von Barca zu Real gegangen ist. Da war es wirklich dieses andere hitzig. Da oben haben wir den jungen Iker Casillas. Okay, ja, das war 1998, Campeón de Europa, da haben die auch die Champions League gewonnen. Die Durchgänge hier im Stadion, Leute, sind übrigens noch nicht 100% fertiggestellt. So, Justus, das ist immer das Krasseste, wenn man das erste Mal in dieses Stadion blickt. Der erste Eindruck prägt sich immer am meisten ein. Viel Spaß, enjoy. Oh, die Monitore sind an das erste Mal. Uiuiui. Boah,
Alter. Das Dach ist auch geschlossen heute. Es wird wieder so laut sein. Ich habe ja auch schon ein, zwei Stadien gesehen, ja, aber das ist wirklich. Muss man, also das Top 3 in Europa. Also für mich nach Camp Nou das krasse Stadion. Da sind auch nochmal 3 Anzeigetafeln, das ist alles neu. Das sind die 2 Plätze von Justus und mir. Uiuiuiui, Leute. Genau bei der Realkurve. Da werden die ganzen Hardcore-Madridistas ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Ich glaube, das letzte Mal, Leute, saß ich genau in dem Bereich. Da habe ich den Man City-Block gedreht. Barca, bitte, bitte, bitte. Oh, ich werde so gehypt, Leute, wenn ich alleine unser Wappen hier sehe, Bernabeu. Come on! Alter. Muss man erst mal realisieren, gell? Ah, die Aufstellungen sind auch da, Leute. Vini, Rodrigo, Bellingham. Okay, vorne ändert sich nichts. Modric rückt in die Startelf. Gegen City kam er erst spät rein. Lukas Vazquez auch von Anfang an. Tchouaméni ist auch wieder am Start. Ansonsten, ja, keine Änderungen. Ehrenmann. Posta in Bernabeu. 2 Freunde, einer mit Lamine Yamal und der andere mit Bellingham. Schönes Bild. Und da ist die Aufstellung von Barca. Wir starten fast genauso so wie gegen PSG, Leute. Nur statt Pedri spielt Christensen von Anfang an. Ein bisschen überraschend für mich, da ist er auf der Bank. Oha, sie spielen die Milan-Torhymne ab. Real Madrid kommt jetzt jeden Moment rein. Da steht auch schon Toni Kroos im Spielertunnel. Kroos als allererster. Rodrigo, Vinicius, wo ist Bellingham? Ah da, was geht ab? Heute spürt er seine Beine wieder. Mal schauen, wie lange. Und Barca kommt rein. Hört auf zu pfeifen! Wir ziehen euch ab heute! Vamos! Lavi! Da bist du, Brudi! Araujo, ihr seid mir Fehler verziehen, aber bitte macht das nicht nochmal! Lasst lieber das Tor zu! Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass der LED-Monitor in den Ecken sogar durchsichtig ist. Bereite eine kleine Choreo vor. Auf Banner steht Adelante Real Madrid. Das bedeutet vorwärts Real. Auf geht's. Ja, geile Hymne. Und die Spieler kommen rein. Heute Kapitän. Es ist bestimmt schon mein 7. Klassiko hier im Bernabeu, aber ich habe wieder Gänsehaut bekommen. Unbeschreibliche Aura hier im Stadion. Jude Bellingham, erster Klassiko in seinem neuen Wohnzimmer. Bitte nicht nochmal verlieren. Bitte nicht, lieber Gott. Ey Leute, das kommt auf dem Handy nicht rüber, aber die Bildschirmqualität ist wirklich krasser als zu Hause auf dem Fernseher. Obwohl der Bildschirm so riesig ist. Und die Kurve fängt an zu springen. Ich glaube, er ist Spieler des Monats geworden von der Liga. Digga. Ich darf nicht übertreiben. Oh mein Gott. Ja, Digga. Ja. Leute, oh mein Gott. Ey, wir hatten aber auch so einen guten Anfang im PSG. Ne? Aber es ist schon mal gut, dass wir in Führung sind. Let's go, Alter. Christen, du geiler Typ, Mann. Die gucken ganz böse hinter mir. Digga, ich bin ganz so glücklich. Ai, ai, ai. Ja, okay, es haben schon ein paar gecheckt, dass ich hier für Barca bin, aber ist halt so. Man darf halt nicht komplett steigern, dass ich jetzt mich umdrehe und denen ins Gesicht jubel, weißt du? War okay, war noch im Rahmen, oder? Let's go, das Spiel geht weiter, Leute. 1-0 Barca, ich kann's nicht glauben. Oh, wo sind die da? Das ist jetzt so typisch Barca, wenn wir instant den Ausgleich kassieren. Rodrigo. Oh, ich hab Angst. Boah, Alter.
hab's gesagt. Okay, Glück gehabt. By the way, der Barca-Auswärtsblock. Oh, man hört ihn gerade sogar auch ein bisschen. Ganz da oben in der letzten Ecke in Bernabeu. Ein paar hundert wurden reingelassen. Vamos, Kulis! Komm, spiel über Frankie, ja? Koundé. Lamine läuft mit. Der hat sehr viel Platz gleich mit. Spiel auf Lamine. Oh, Lamine! Oh mein Gott! Ey, um ein Haar hätte der den überrascht ins Kurze. Der Lamine, Jamal. Ist er bitte an Camavinga vorbeigelaufen? Das war nicht gut verteidigt. Oder halt umso gut gemacht von Lamine. Oh nein, Cancelo, was machst denn du? Ach, das ist die Elfmeteraktion, okay. Aber was hat Cancelo gemacht? Also sorry. Er hat die Situation doch eigentlich schon geklärt und irgendwie umkurft den Vasquez dann noch und dann wird es wieder gefährlich. Kurze Fix, Alter. Aber wer hat das Foul begangen? Wer hat das Foul gemacht? Scheiße, ist doch scheiße, Mann. So unnötig, so unnötig. Mann, ey. Ich glaube wieder rauf, ne? 17. Spielminute. Länger haben wir es nicht durchgehalten, die Führung zu halten. Ter Stegen. Du bist der Beste. Halt ihn, halt ihn. Das würde ihn brechen, erstmal den Brasilianer. Cancelo hat ja auch richtig blöde Kommentare bekommen, nachdem er den letzten Elfmeter auch schon gegen PSG verursacht hat. Das gehört sich auch nicht, Leute, auf gar keinen Fall. Aber normale Kritik ist ja erlaubt und es war halt echt belastend. Meine Fresse, ey, so eine Scheiße. Oh. Champion von Europe, singen sie wieder. Oh mein Gott, Lewandowski knapp. Fast mit dem 2-1. Schade. Kobasi, vielleicht sieht er Lamine. Ja, schön. Guter Ball. Alter. Oh. Ja. Alter. Oh mein Gott. Oh, stark. Alter, Lamine ist immer so gefährlich, egal was er macht. Schade. Ecke, Ecke. Komm, Jungs, auf geht's. War das hier? War er drin? Nein. Ja, natürlich. Nein, nein, nein. Sonst würde die Torlinientechnik aus... der kriegt doch sofort das Signal, oder? Wir checken es ab, was? Doch, ich hab's gefilmt, Bro. Nein. Ein direkter Eckball. Ja, der ist drin, hä? Ich glaube, das war eine Millimeterentscheidung, Leute. Der war auf jeden Fall mehr über der Linie, als das davor war. Wisst ihr, was ich meine? Ich frage jetzt nur, ob er mit vollem Durchmesser drüber war. Was ist? Ey, mein Herz klopft so, ne? Kein Spaß. Schlägt nicht aus. Nee, nicht ganz. Was stand da? Ich hab gar nicht gemacht. Der war drin. Ey, mein Herz klopft so, ne? Kein Spaß. Schlägt nicht aus. Nee. Also, nicht ganz. Der war zu 100% drin. Seine Uhr ist kaputt oder was ist hier los, Mann? Schon wieder mit den La Liga-Schiedsrichtern. Was denn jetzt? Alter, wie lange dauert das? Ich hab gehört, die haben keine Torlinien-Dings, ne? Haben die nicht. Hä? Was ist denn das? Ich dachte, es gibt Torlinientechnik. Oh, er wartet. Was ist denn das? Die bauen ein Stadion für über 1 Milliarde, Digga, und haben keine Torlinientechnik vernünftig oder was? Müsst ihr es jetzt manuell checken? Voll! Gib das Tor! Dauert schon fast 2 Minuten. Aber dann muss es ja todesknapp gewesen sein, dass es so lange abchecken. Wisst ihr, was ich meine? Fine hat aktuell echt eine gute Form, Leute. Egal, ob es gegeben wird oder nicht. Also, er ist ein wichtiger Mann bei Barca. Nein! Es zählt nicht. Okay, es geht weiter. Alter, Lamine ist nicht zu stoppen. Hey! Bitte! Was? Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Der hat die Lupe. Das war kein Ball. Was? War er am Ball? Nein, der war nicht am Ball. Ja, okay, Lamine beschwert sich, nicht, war nichts. Nichtsdestotrotz ist es bemerkenswert. Camavinga hat gar keine Chance gegen den 16-jährigen Lamine. Wirklich, er geht jedes Mal an ihm vorbei. Krass, weil Camavinga ist eigentlich bekannt für seinen dynamischen Antritt, aber der hat den ja 0,0 im Griff. Und wieder Lamine. Lamine, wieder vorbei. Ich war sogar so kurz davor, komplett auszurasten. Das muss es eine gelbe Karte geben. Danke, Schiedsrichter. Aber noch außerhalb des 16ers. Rodrigo. Der
jetzt Handelfmeter gegeben wäre, dann hätte ich an die Decke gesprungen hier, ans Dach von Bernabeu. Ich habe mir gerade eben nochmal die Szene von Rafinha angeschaut. Das war ja wirklich so ein Stückchen. Was hat Real Madrid schon wieder für ein Glück? Es ist kurz vor Halbzeit. Man merkt auf jeden Fall, dass die Realspieler noch die 120 Minuten in den Knochen haben. Und ich vermute, dass Barca in der zweiten Halbzeit dann Pedri bringen wird und dann auf jeden Fall ein bisschen offensiver agieren wird, wenn dann Real noch müder wird. Aber sie werden gefährlich wieder. Modric. Gut gespielt von den Königlichen. Oh. Alter. Guter Versuch von Ilkay. Ich glaub's nicht. Frankie kann nicht selber vom Platz und wird weggetragen. Da fließen einige Tränen gerade. So ein wichtiger Spieler. Jetzt wird auf jeden Fall Pedri reinkommen. Fermin vielleicht zur zweiten Hälfte dann auch. Kommt von einer längeren Verletzung und kriegt los von seinen Mitspielern. Mann, ja, hoffentlich nicht allzu schlimm, dass er dann wenigstens für die neue Saison fit ist. Natürlich auch im Hinblick auf die Europameisterschaft wünschen wir ihm auch alles Gute. Ja, und da ist er. Pedrito. Halbzeit, Leute, der Schiri pfeift ab, nichts mehr passiert. Mein Fazit erstmal zur Stimmung. Real Madrid gegen City hier letztens in der Champions League war 10-mal krasser. Kann sich natürlich auch noch zur zweiten Hälfte ändern, ne? Je nachdem wie hitzig und das Spiel verläuft. Und ansonsten, ja, 1-1 geht, denke ich mal, in Ordnung. Wobei ich schon, also ich versuche einigermaßen meine Barca-Brille abzunehmen. Wenn er das Basis einen Tick mehr verdient gehabt hätte, wir hatten echt Pech. Aber man muss auch dazu sagen, wir waren nur über Standards oder über Lamine Yamal gefährlich und nicht aus dem Spiel heraus. Da müssen wir auf jeden Fall Lamine Yamal machen. Dazulegen und ja, geht gleich weiter. Macht Spaß. Aber ich habe es definitiv im Urin, dass hier heute was möglich ist. Oh nein, jetzt kommt das auch noch dazu. Toni schreibt mir in WhatsApp, niemals Elfer für Real. Wurden wir jetzt wieder betrogen oder wie? Bringt sowieso jetzt nichts, sich drüber aufzuregen. Können wir jetzt nicht mehr ändern. Oh. Der putzt ja nicht an, wenn man die Sache. Ah, okay, sie können auch einstellen, dass die Ecken nicht durchsichtig sind. Oh, was passiert? Ah, die machen so eine Halbzeitshow. Hey, Juve. Hat er echt getroffen, oder wie? Ah! Erstmal ins Wappen küssen, ne? Wäre lustig, wenn er ein Sü ausgepackt hätte. Wieder Lamin. Der tanzt da alle aus. Vor allem Kamavinga. Schau mal. Ja. Oh. Alter. Schön, Lamin. Bellingham. Aber eine gute Aktion. Schöne Finte auch davor. Oh mein Gott, was ein Ball von Kunti. Nein. Oh, schade. Wichtig! Ancelotti ist gerade gar nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Gestikuliert wild um sich her. Oh oh, oh oh. Oh oh. Boah. Was ein Lauf vom Brasilianer, nicht zu stoppen. Aber halt Ballverlust von dem Hackentrick von Lewandowski, Digga. Pedri mit Glück. Hey. Elfmeter. Ja, das musst du aufpfeifen. Ja, das musst du eigentlich aufpfeifen. Ja, wäre schon wenig. Ich hätte mich aufgeregt, hätten wir so einen Elfmeter kassiert, aber ja. Ich will das nicht so tun, ne, Leute. Es war jetzt kein klarer Elfer. Aber der Rüdiger hat ihm da schon absichtlich so einen Check gegeben. Das ist aber halt auch super stabil. Das stimmt. Nimo nome sabtutom. Barca. Sie stimmen die Hymne an. 63. Spielminute. Und Xavi wechselt Lewandowski und Rafinha raus. Das ist schon hart. Aber der ist auch richtig sauer, der Brasilianer. War nicht sein Spiel. Ferran und João Felix jetzt drinnen. 2-1 wäre so geil. 2-1 nehme ich mit. Oh, viel Platz für João. Ja, ja, Doppelpass. Gut gespielt. Komm, mal lauf hier noch. Elfmeter. Was denn? Wir waren doch genauso bei euch. Das war hart. Es war Hand, es war Hand. Es wird Elfmeter geben. Oh mein Gott. Es gibt Elfmeter. Es war ein Elfmeter. Jetzt wacht das Bernabeu mal auf, endlich. Schiri sagt, ja, warten, was der VAR sagt. Also es sah für mich schon sehr nach Elfmeter aus von hier oben. Okay, passt. Es geht weiter. Guter Ballwechsel von Ferran. Sehr krank. Oh.
Oh mein Gott, okay, das ist sehr provokant. Digga, was macht er da? Seht alles? Oder ist irgendein Abseits? Der Jubel war hart. Das hat mich so ein bisschen an Messi erinnert, Digga, wo er zum Real für sein Trikot hält. Weißt du, so last minute. Das war einfach so ein iconic Jubel. Dieser Moment von Fermin wird überall morgen in der Presse sein, weltweit. Genau, wo er bei den Fans die Pose aussieht. Oh mein Gott, Leute, wir führen 2-1 Barca, bitte. Es ist aber verdient. Es ist verdient, Leute. Oder? Aber da bin ich jetzt parteiisch. Wenn du wächst, er war Trikot. Aber ich finde schon, es verdient ist. Weg, 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 weg. Kriegst du nicht mehr. Ja! Richtig! Vamos! Ole, Barca, ole, ole, ole. Boah, und jetzt passt du noch 2 Tore, okay? Bin ich sehr gespannt. Jetzt hört man sie gut, gell? Stehen die auch mal wieder. Ja, ja. Und wieder eingeleitet von Lamine Yamal. Wieder Lamine. Ich küss doch dein Herz, Bro. Vollbruch. Nicht mal 3 Minuten schafft ihr es, die Führung zu halten. Wieder nicht. Mann, ich hab es. Mann, ich schwack ab, Digga. Warum lasst ihr den so frei da unten am zweiten Posten? Cancelo war nicht so gut, ne, anscheinend. Nicht mal 3 Minuten halten wir die Führung an. Was ist denn das? Hört ihr, was sie schreien? Schreien wieder. Ich höre gar nichts. Ich gebe euch einen Call. Das Ding wird nicht 2-2 ausgehen. Entweder machen wir noch eins oder Real noch eins. Weil Barca muss irgendwann riskieren. Es reicht kein Unentschieden. Dann werden wir aufmachen. Hey! Oh, fuck, ich bin. Oi. Da geht's zur Sache, da geht's zur Sache. Ja, okay, beide gelb. Ist okay. Gehört dazu in so einem Spiel. Oh, geiler Hackentrick von Firmino Flamin. Gegen 3. Digga, wie gut ist der? Das Foul, Alter, sonst rast ich hier aus. Dankeschön. Oh. Kein Konter. Nein. Boah. Nein. Boah. Real noch im Ballbesitz, Alter. Aber was war das bitte für eine Aktion, die ausging von Lunin? 84. Spielminute. Digga, Alter. Real weiß ganz genau, für die ist ein Unentschieden. Ja, komplett in Ordnung. Für Barca ist es viel zu wenig und inakzeptabel. Lamin. Nein, kein Konter. Gut, Körper eingestellt. Wichtig, Kunde. Ja. Hintermann. Gut gespielt, Jungs. Komm. Gündogan. Oh mein Gott. Digga, die spielen gut. Oh, guter Ansatz wieder, aber zu wenig. Und das meine ich, jetzt kriegt Real Madrid die Räume, um auf Konter zu gehen. Es fällt noch ein Treffer. Ist doch scheißegal, falls wir es verlieren sollten, Leute. Aber Hauptsache, wir probieren es. Weil, ob wir jetzt unentschieden spielen oder verlieren, macht den Fett nicht weg, wisst ihr, ich meine. Ah! Oh, Digga. Was soll die Scheiße, Mann? Er gibt nicht mal Gelb. Er gibt nicht Geld, also. Guckt euch den Mann hinter ihn an. Genau hinter ihn. Er gibt nicht. Guckt euch den hier an. Genau den hier. Guckt euch den an. Geld, also. Guck. Alter! Digga! Hey! Warum legt der ab? Der muss ihn doch nur direkt reinhauen, oder? Was ein Dosen für uns. Lamine macht. Ich weiß nicht, ob sein bestes Spiel ist von Barca, aber safe Top 3. Das ist unglaublich. Überragende Leistung. 4 Minuten Nachspielzeit. Barca, alles jetzt geben nochmal. 4 Minuten. Und jetzt passiert das Tor, ne? Oh ne, nicht Bellingham. Oh ne! Oh ne! Bellingham.
Alter, wie geil muss das sein? Geil. Zu. Es ist sehr hart. Geil. Was hat ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Teilweise unglücklich, teilweise hat aber auch viel Glück. Wir denken an die Chance von Vinicius. Es ist nicht unverdient für Real Madrid. Und herzlichen Glückwunsch an Real Madrid. Damit haben sie die Liga gewonnen. Für den Titelkampf ist das jetzt nicht mehr entscheidend, ob wir ein Tor machen oder nicht. Die einzige Chance wäre ein Sieg gewesen. Abpfiff! Bellingham läuft zu seinen Teammates. Macher. Eine mal wieder historische Woche für Real Madrid. Erst City ausgenockt und Barca's Träume und letzte Hoffnungen endgültig begraben. Leute, ich kann den Satz eigentlich nicht mehr sagen, aber... Das gerne mal wieder ein Großlaum nach oben da. Wir werden es nie vergessen. Xavi bleibt, weil er halt so nichts verkackt. Ja. Kann man nicht sagen, das Spiel war trotzdem. Ich fand, wir haben heute schon eine Performance auf Augenhöhe zumindest gezeigt. Aber so ist es noch ein guter Barca-Ruf in der. Jetzt reicht's aber auch mal, Leute. Jetzt schnell weg hier. So, der letzte Besuch erstmal bis zum Halbfinale hier. Ey, aber ich muss sagen, danke, dass du es möglich gemacht hast. Ey, Digga, dass danke du mich dir. Hast. Von 1 bis 10 kann man gar nicht sagen, 11, 12, 13. Ich kann es nicht beschreiben. Aber ich sag ehrlich, die Stimmung geht schon noch viel mehr. Auch wenn es Klassiker ist. Ja, aber es. Oh, fast Kreuzbandriss, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vergesst nicht, bei Pega noch vorbeizuschauen. Link ist oben in der Videobeschreibung. Haut rein und buenas noches. Peace. Ja. Ich sag's dir in jedem Video. Geil ist aber, ist halt so. Ist ein geiles Video. Ich sag's jedes Mal, aber ist halt so. Es war ein geiles Video. Ja, Barca hätte gewinnen können. Aber Real Madrid macht halt Real Madrid Sachen. Und gewinnt das in den letzten Minuten. Ja, was soll man machen? Gut. Aber dann würde ich sagen, haut rein, lasst ein Like, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Wir sind kurz vor den 90 Abonnenten. Macht die gerne voll. Kuss geht raus und wir sehen uns morgen zu einem Video auf diesem Kanal. Haut rein. Tschüss.